Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufgabe von FIFA Manager 13 mit mir, dem Zotos. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns die Woche an. Die Woche steht im Zeichen des 1. FC Augsburg. Und ja, wir werden versuchen, da jetzt den nächsten Sieg zu holen. Denn es sieht ja so... Uppala, da wollte ich nicht hin. Denn es sieht ja so gar nicht schlecht aus für uns. Wir haben jetzt 5 Siege in Folge nach der Auftaktpleite. Und ja... Dort wollen wir anknüpfen. Können ja mal ganz kurz gucken, ob die Torjägerstatistik wenigstens stimmt. Älteste Torschützen? Wo sind denn die Spielertabellen? Chancenverwertung ist auch mal ganz interessant. Okay, wir haben 81 Chancen, damit die meisten überhaupt. Da sind die Torschützen. Also wenn Nils Petersen 6 Spiele, 12 Tore. Stehen sie? Vorlagengeber haben wir El Giro Elia. Ja, das schaut doch alles ganz gut aus. Gut. So, gab es denn hier wieder Mecker? Na, das ist noch... Ne, gegen Bayern. Aber setzt die Toiletten auch immer? Wieso setzt er die denn eigentlich immer wieder runter? Ein Mitarbeiter. Aufgaben übertragen. Er regelt Stadionausbau. So, dann machen wir das lieber selber hier. Und geben den Leuten endlich mehr Klos. Mein Gott, kann doch nicht so schwer sein. So, dann machen wir hier ein bisschen weiter für unsere Prüfung und gehen in den nächsten Tag. Ja, leider sind wir letztes Mal diesem kleinen Bug da zum Opfer gefallen. Nein, den Spielbericht will ich nicht. Und was ist das hier? Nein, ich will das selber machen jetzt. Du hast das ja nicht hinbekommen. Also muss ich hier alles selber machen. So schlimm das auch ist. So, wie gesagt, wir wollen hier die Toiletten ein bisschen höher setzen. Ansonsten haben wir irgendwann das Problem, dass gar keiner mehr kommt zu uns. Nee, da haben wir sogar Minus gemacht. Den Bayern haben wir einen Nettogewinn von 7.000. Verstehe ich nicht. Das verstehe wer will. So, Jugendspieler, Mentor. Ja, das wollen wir nicht. Wir werden weiter ein bisschen segeln gehen, die Woche. Haben wir uns ja verdient. So, die Kaderanalyse ist beendet. Kandidaten für eine Vertragsverlängerung, ja. Hier fehlen uns Leute, auch auf dem Tor, sehe ich genauso. Da kann man jetzt hier auch direkt auf Scouting gehen. Gut zu wissen. Apropos Scouting, da könnten wir sowieso mal reingucken. Na, die sind erst bei Bekanntheit 6, da muss er noch ein bisschen scouten. Das dauert alles ein bisschen. Verträge. Was läuft denn alles aus diese Saison? Raphael Wolf läuft aus. Jetzt Petersen ist ja nur Laie. Ja, alles klar. Noch nicht allzu große Baustellen. So, heute bekommt man ja als Trainer alle Daten über die Leistungen der Spieler. Hilft Ihnen das bei der Arbeit, wenn Sie wissen, dass einer Ihrer Spieler einen halben Kilometer mehr gelaufen ist als andere? Und da, 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 da. Ja, das sehe ich so.
Danke für das Interview. Bitte, bitte. Ist das ein persönlicher Sponsor? Ja, ist es. Ja, nehmen wir doch mal an. Taktikguru. Werbeträge. Ja, da geht's weiter mit den ganzen Gewinnen, Gewinnen, Gewinnen. Und wir sehen ja jetzt auch schon wieder, wir haben schon wieder genug, um uns wieder was zu kaufen hier. Ja, gucken wir uns die Vereinshierarchie bei allen an. Nehmen wir das auch noch mit hier und das nehmen wir noch mit. So. Können uns ja eh alles leisten. So, ein Tag vom Spiel. So, dann wollen wir nochmal versuchen, durch die Gespräche das alles nochmal ein bisschen zu pushen. So, wir sehen in der Teamdynamik, das Team mittlerweile funktioniert sehr gut. Warum auch immer. Sokrates, da arbeiten wir dran. Das sieht alles sehr gut aus. So. Ja, aktuell bist du ja Stammspieler, das können wir dir schon versprechen. Ja, schraubt man deine Ziele runter, wenn es uns dann besser geht. Selassie, dem können wir nichts sagen. Sokrates, so drastisch möchte ich eigentlich nicht werden zu ihm. Prödel soll sich höhere Ziele setzen. Ja, wir können nicht viel Positives sagen durch das letzte Spiel. Also nutzen wir das, was wir können. An Autowitsch werden wir ein bisschen mehr fordern. Ihn loben wir bis in den Himmel. Unseren Prince Charming hier, den wir ja wahrscheinlich nicht halten werden. So, Memo, sagen wir mal, soll körperlich stärker werden. Iggy hat gut trainiert. Ja, und mit mehr können wir aktuell auch nicht reden. Hoppala, das war die zweite Mannschaft. Was macht denn eigentlich unsere zweite Mannschaft so? Da ist Lücke. Den habe ich schon gesucht. Die zweite Mannschaft hat noch einen Trainer, oder? Ja, haben sie. Irgendwie habe ich doch wieder Lust, das abzugeben, weil ich weiß nicht, ob wir da alles richtig machen oder ob wir dann einfach nur noch mehr Minus erwirtschaften. Ist mir zu heikel. So, Taktik, schauen wir mal rein. Die kommen mit einer ziemlich defensiven 4-5-1-Aufstellung daher oder 4-2-3-1, wie auch immer ihr das sehen wollt. Ich denke, da werden wir schon ganz gut liegen. Wobei das gegen solche Mannschaften ja meist immer nur ein bisschen über den Kampf gehen muss. So. Jetzt sage ich mal, starten wir das Spiel. Unsere Form ist super. So, wir werden wieder sagen, gebt euer Bestes und sehen uns gleich auf dem Platz. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zu den Statistiken. Da können wir noch mal ein bisschen reingucken. Der 17. gegen den 1. Und gerade bei diesen Spielen, tut man sich ja immer ein bisschen schwieriger. So kenne ich das noch aus den Vorgängern. Hoffen wir mal, dass unsere Abwehr ganz gut stehen wird und nicht so wie gegen Bayern dann noch drei Tore kassiert mit einem Verletzten, der dabei war. Und vor allen Dingen, dass das Spiel relativ bugfrei über die Runden geht. Allerdings, so ein Spiel gegen die Bayern habe ich zuvor auch noch nicht erlebt. Schauen wir einfach mal. So, los geht das Ganze. Arnautovic über den rechten Flügel
in die Mitte. Dort war kein Abnehmer. Ball kommt wieder. Petersen. Petersen. Und da ist er nicht drin. Freistoß De Bruyne. Auch daneben. 4 Minuten gespielt. 2 sehr, sehr gute Möglichkeiten für Werder. Vor allem die Abwehr muss ich jetzt wieder aus dem Loch spielen des letzten Spiels. Die Flanke natürlich auch wieder ein Witz. So, Theodor. Wird gefoult, holt den Freistoß raus. Sokrates wieder schneller am Ball. Petersen jetzt wird gefoult. Kein Foul, sagt der Schiedsrichter. Elia vorbei am ersten. Der zweite ist gar nicht im Zweikampf drin. Und Arnautovic kann ihn nicht versäumen. Kann ihn nicht machen. So, da kommt Earl zu Werner raus. Werner mit der Reingabe. Freund und Feind verpassen da zunächst. Aber Mieditz kann sich dann auszeichnen. So, wieder Earl. Wird gefoult. Schiri sagt, war nichts. Freut uns. Wieder Junuzovic. Petersen im Zweikampfduell kann sich wieder nicht durchsetzen. So, wieder Elia schön vorbeigestapft. Petersen kann schießen, wird abgeblockt. Hinten stehen sie ganz gut bisher, aber nach vorne geht noch nicht wirklich was. Ja, Hand kommt da zu spät. Freistoß entscheidet der Schiedsrichter. Aber Mielitz holt sich das Ding einfach runter. So, da haben wir wieder Petersen. Wird gefoult. Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Und denkt auch gar nicht daran, den Vorteil abzupfeifen, nachdem diese Flanke kam. So, Simon Jentsch mit dem Abschlag. Auf Jan Ingberg Halsenbracker. Earl, der Ex-Bremer. Fast durchgesetzt, bald zu kurz abgewehrt, aber dann steht er abseits. Glück hier in der Szene für Werder. So, bei mir im Hintergrund wird gerade gehämmert. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Petersen. Arnautovic, Petersen. Nein, kein Durchkommen hier für Petersen. Nicht das Spiel heute von ihm. Sokrates passt auf. Da ist wieder Petersen. Jetzt setzt er sich mal gut durch mit Hüpfern. Hüpft da über die ganze Innenverteidigung. Nur am letzten Mann, da kann er nicht vorbeihüpfen. So, wieder Earl. Jetzt Earl schießt und knapp vorbei. Ja, morgen übrigens Mainz-Werder. Ich bin dabei. Ich hoffe, ihr seid auch alle dabei. Stadion ausverkauft. Das wäre natürlich sehr geil. Und vor allen Dingen ein Heimsieg. Das wäre noch viel cooler. So, dann war Halbzeit. Ziemlich ausgeglichen das Ganze. Bin im Hand mal runter. Und auch Petersen, mit dem bin ich heute überhaupt nicht zufrieden. So, zweite Halbzeit drehen wir auf. Hoffentlich. So, hier gibt es die Massagen. Da die Motivationen. Und dann hoffe ich, dass es in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen abgeht hier. So, Akpala kann sich vielleicht etwas besser durchsetzen. Oh, Pfosten von Arnautovic. Egici kriegt den Ball an die Hand aus kürzester Distanz. Schiri sagt, Handspiel. Ein Kuh mit der Chance. So, Akpala. Wieder Elia. Könnte flanken, die Flanke passt aber nicht. So, da ist wieder Akpala. De Bruyne. Foul, sagt der Schiri. Und WTF. WTF. Habt ihr das gesehen gerade? Ikichi sieht rot hier. Was geht denn hier ab? Zunächst schießt Mielitz den Freistoß. Gottes Willen. Also manchmal, liebes EA-Team, muss man sich echt hinterfragen, was baut ihr denn da? Ja, sehr, sehr mysteriös hier gerade.
So, jetzt sind wir natürlich auch noch im Unterzahl, was auch nicht die Sache besser macht. Und Elia hat die Riesenchance und nutzt es nicht. Unfassbar. Taktik haben wir ein bisschen umgestellt. Ja, da fehlt jetzt natürlich ein Mann. Na, eigentlich nicht. Auf der Position nicht, aber so insgesamt im Mittelfeld natürlich. So Arnautovic kann wieder De Jong weglaufen und der einfach nur den Spieler faulen. Mehr Sinn hatte das Ganze nicht. Fand ich deutlich schlimmer als das Foul von Elia. Von Ikechi. So, Arnautovic kann diesen Ball nicht erlaufen. Fritz gegen Pritzschella oder wie der heißt. Kuh kann schießen. Mielitz hält ihn. Ja, Mittelfeld hat jetzt natürlich ein deutliches Übergewicht. Vor allem, wenn wir nicht über die Außen spielen, sondern über die Mitte kommen. Natürlich war das Außenspiel angedacht, wird aber hier nicht sehr, sehr sauber praktiziert. Und der FC Augsburg schießt aus der Distanz. Junuzovic vertändelt das Leder wieder. Aber sonst sieht das schon ganz gut aus, was da die Verteidigung jetzt spielt. Ist am Mann. So, Joseph Appala kann sich auch nicht durchsetzen. So, Elia. Schöner Pass jetzt auf Akpala und der macht es! 82. Minute! Akpala mit dem 1:0 für Werder. Oder 0:1 aus dieser Sicht. Geht doch. So, Arnautovic nochmal auf Akpala. Junuzovic wieder an Arnautovic. Die Flanke gar nicht mal schlecht. So, Earl kommt. Earl kommt. 90 Minuten gleich rum. Schöne Parade wieder von Mielitz. Nochmal Earl und dann zappelt das Ding im Netz. Ausgleich durch Thorsten Earl. In der 90. Eieiei. Ja gut, wir spielen hier in Unterzahl. Darf man nicht vergessen. Nochmal Elia auf Akpala. Der kommt da nicht richtig ran. Ja, liebe Freunde. 1:1 also. Schade, schade, schade. Zumindest sind die Noten einigermaßen gut. Ivan Klasnic mit Doppelpack. Wow. Unentschieden, herzlichen Glückwunsch. Ja. Selbst dafür gibt es Erfolge. Ja, akzeptieren wir mal. Zwei Spiele Sperre. Ist jetzt nicht so viel. So, wir haben Spiel frei. Wie es aussieht. Können wir hier im Rhythmus noch ein Freundschaftsspiel ansetzen? Nein, kein Kurztrainingslager, ein Freundschaftsspiel. Da. Ja, SC Eggerschied hat Zeit. Da können wir dann die Reserve nochmal ein bisschen spielen lassen. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Bye bye, euer Zotos.